Hallo und herzlich willkommen zurück zum PBM 220 mit Chris, dem Phoenix und mir, dem Hohes B. Wir sind in Runde 133 und wir sehen rechts, haben wir schon wieder eine Ereignisleiste. Die Stadt Vijay wurde von Joe und Zorro zurückerobert. Das war ja zu erwarten, dass wir diese Runde, diese Stadt verlieren werden wieder. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, weiter Druck aufzubauen und die Stadt zurückzuerobern. Dazu kommen wir allerdings erstmal später. Eine weitere Fregatte wurde in Palenque, richtig ausgesprochen, keine Ahnung, fertiggestellt, wird auch auf Landeinheiten befördert. Da wir wissen, Joe und Zorro einiges an Landeinheiten haben, die wir erstmal vernichten müssen, um weiterzukommen. Ja, das machen wir später in unserem Gebiet. Das ist natürlich unten gewesen. Eine wurde getötet, kommt später. El Mirador ist gewachsen. Lassen wir auf diesem Feld. Kann ruhig ein bisschen Produktion, ein bisschen Produktion stärker werden, um die Universität schneller fertig zu bauen. Und sonst ist eigentlich alles wie gehabt. Hier werden wir nach dieser Fregatte, werden wir den Porzellanturm beginnen. Da wir nächste Runde Architektur erforscht haben und wir weiter auf dem Weg zu den U-Booten sind. Immer noch relativ weiter Weg. Aber vorher kommt noch die Wissenschaftstheorie mit öffentlichen Schulen. Das sollte uns dann nochmal ein bisschen pushen, damit wir noch ein paar Ründchen schneller da sind. Wir haben uns auch jetzt überlegt, da wir ja jetzt bald vor unserer Ideologie stehen, unsere Wahl von den Fabriken her, werden wir wohl Ordnung nehmen. Gehe ich jetzt gar nicht weiter darauf ein, warum, weshalb, wieso. Ich denke, Autokratie, ja, Krieg haben wir, aber vielleicht auch nicht immer. Und Freiheit ist auch nicht unser Spielstil, deswegen haben wir uns für die Ordnung entschieden. Gut, sonst gibt es hier eigentlich nicht viel zu sagen. Wir können mal ganz kurz mal auf die Demografie schauen. Gut, wir haben ja jetzt die Stadt verloren wieder. Der Russe geht natürlich mega ab. Er heult weiter rum, sagt, die sind alles Last. In der Demo sieht das bloß so gut aus. Aber die Städte bringen wohl nichts vom Portugiesen. Und wir ziehen ja auch weg in der Alphabetisierung. Und also nur Rumgeheul auf hohem Niveau. Ja, wir haben jetzt auch mal angefragt, wie es aussieht mit dem Krieg gegen Indien, da wir ja eigentlich nur wegen dem Russen in den Krieg gezogen sind, da der sich ja so ein bisschen eingekackt hat, von wegen, wir schaffen es nicht. Ob er dann jetzt, wenn dieser Snap abläuft, in, schieß mich tot, 5 Runden, glaube ich, ob er dann noch zuschlägt. Das werden wir dann sehen. Heute hat er geschrieben, ja, so halbherzig, ja, schauen wir mal, greifen wir mal an. Wir werden es sehen. Wird auf jeden Fall sehr interessant noch. Ich glaube, jetzt gehen wir mal zur Front. An der Front hat der Araber ganz schön was verloren an den Kamelen. Wir sehen es hier 2, ich glaube hier hinten müssten noch ein paar sein. Aber er scheint ganz schön einzustecken. Allerdings haben wir auch schon sehr viel investiert. Und ich finde es nur gerecht, dass auch mal der Araber ein bisschen was abkriegt. Genau, Zilva und D9R sind jetzt auf dem Weg nach Gara. Das war ja von uns vorgegeben, dass sie Gara angreifen sollen. Soll dann auch nächste Runde dann endlich passieren. Und somit hat er dann eine riesengroße Front, der Inder. Und ich denke, das wird er nicht lange halten können, wenn wir weiter so gut Druck aufbauen. Okay, genau, hier ist gewachsen. Wir sehen, Vijay wurde zurückerobert von Joe und Zorro. Und wir haben natürlich die Fregatte, die hier drin war, auch verloren. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen schauen, wie wir das hier am besten machen. Wir ziehen jetzt die Fregatte mal erstmal hier nach oben hin. Und sehen, hier sind die restlichen Kamele, 2 Stück nur noch. So wie es aussieht, hat Schisser, Krögen und Röse nur noch, beziehungsweise Rana, Röse spielt ja gar nicht mehr, nur noch 5 Kamele. Hier kommt noch ein Kriegsstreitwagen, der wird wahrscheinlich aufrüsten, auch zu einem Kamel. Und viel ist hier nicht mehr übrig geblieben. Deswegen versuchen wir jetzt, diese Einheiten ein wenig zu dezimieren, dass wir ein bisschen Luft verschaffen für den Araber. Gut, dazu müssen wir jetzt erstmal uns ein bisschen positionieren und ein bisschen angreifen. Wir werden jetzt erstmal diesen Bautrupp hier einfach mal in den Jordan schicken. So, man hat die Stadt, das Schiff auch schon mal geschossen, bringt wieder 2 EP. Und nun werden wir sehen, die Stadt werden wir jetzt noch nicht einnehmen. Die werden wir ein bisschen später einnehmen.
Hier haben wir noch eine Einheit. Gut. Die ist ja relativ Kanonenfutter. Ziehen wir mal hier nach vorne. Ich weiß nicht, ob ich es genauso gezogen habe, aber in der Richtung würde schon sein. Der Zug liegt jetzt schon seit 6 Tagen, 5 Tagen rum. Zuggeschwindigkeit ist echt ganz schön erschreckend momentan. Deswegen bin ich mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher, wie ich was gezogen habe. Ich weiß nur noch, dass ich alle schießen lassen habe. Gut. Und somit fangen wir jetzt auch mal an. Ich habe bewusst einmal jetzt mit dieser Fregatte hier drauf geschossen, damit diese Einheit nicht zu schnell stirbt. Und somit ziehen wir jetzt, damit jeder einmal schießen kann. Und somit ziehen wir jetzt mal den Freibeuter ran und fangen jetzt erstmal an, hier ein wenig zu schießen. Nicht vergessen. Ja, der ist nicht in Reichweite. Einmal hochgezogen. Wird einmal geschossen. Zack. Kann sogar sein. Ich glaube, ich habe die sogar getauscht oder. Ne, ich weiß gar nicht. Stopp. Lass mich kurz überlegen. Zack. Was ist das hier? Das ist der. Der schießt darauf. Die beiden tauschen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich es so gemacht habe. Keine Ahnung. Einmal raufgeschossen. Noch einmal raufgeschossen. Und hiermit erobert. Ach. Scheiße. Ach, scheiße. Ja, warum? Weil ich den Admiral nicht runtergezogen habe. Ach, ist doch alles Kacke jetzt. Nun gut. Stadt wurde erobert. Entschuldigung. Nächstes Mal werde ich zeitnah nach dem Zug ziehen. Und genau, diese Stadt wurde nämlich erobert. Somit habe ich dann, glaube ich, diese Fregatte hier rangezogen oder eine andere. Habe auf diesen Armbrustschützen geschossen. Von hier einmal auf diesen Armbrustschützen. Und somit haben wir einmal den Ritter zerstört. Und mit dieser Fregatte, die eigentlich hier stehen sollte, haben wir auch diesen Armbrustschützen zerstört. So war's. Ja, wenn ich ziehe, ich lasse mir immer sehr viel Zeit bei dem Zügen. Und jetzt hier beim Nachspielen möchte ich dich schon eigentlich ein bisschen zügiger machen. Was ich natürlich auch noch gemacht habe, ich habe noch diesen Ritter auf die Zitadelle gestellt, wo ich vorher natürlich Vijay eingenommen habe. Gut, ist jetzt halt so. Ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen. Ich werde nochmal ein Bild online stellen. Habe ich eins gemacht? Ich glaube schon. Wo man das nochmal genau sieht, wie die Schlussposition war. Damit ihr genau im Bilde seid, wie das aussah. Gut, ja, haben wir alles noch angezogen. Auch ihn haben wir schon mal langsam Richtung Vijay gezogen, um dann hier mal zu missionieren. Ja, unsere Einheiten sind weiter auf dem Weg, alles Richtung Indien und somit sieht das dann jetzt aus. Ja, macht ihr keinen Sinn jetzt gerade. Ich glaube hier, genau hier habe ich mal kurz mal ein bisschen geschaut, bin auch wieder hochgefahren. Und so sah es in etwa, nur dass Vijay uns gehört hat, der Armbrustschütze weg war, es aus zum Schluss. Okay, ich schau mal ganz kurz, was der Spion sagt. 11 Runden 23. Können uns ja mal Mekka mal eben anschauen, wie es da eigentlich so aussieht. Alhambra, Bokemie, okay, Chichen Itza, Eisenhütte. Also mittlerweile auch, haben sie gut aufgeholt, muss ich sagen. Am Anfang waren sie sehr abgeschlagen. Ich glaube, dass Schisser mit eingestiegen ist, hat denen sehr gut getan. Und jetzt bauen sie gerade eine Bank. Auch sehr hilfreich. Gucken wir, was Themen baut. Themen baut eine Burg. Auch gut. Küstenverteidigung. Viele haben sie nicht. Schieferturm von Pisa steht hier noch. Okay. Aber ich denke, mittlerweile kann sich unser Kontinent schon sehen lassen. Dadurch, dass ja wirklich der Russe jetzt den Portugiesen platt gemacht hat, sieht das doch schon alles gar nicht so verkehrt aus. Wir können auch immer standhalten und werden nicht überrannt. Im Gegenteil, wir überrennen den anderen Kontinent. Kultur, wenn wir weiter Rationalismus gehen, hat man glaube ich auch schon mal besprochen. Und sonst Glauben sollten wir auch mal nächste Runde Missionar kaufen, habe ich mal wieder vergessen. Chris wird mich immer noch umbringen. Ich weiß nicht, Chris hatte irgendwie noch eine Liste geschickt, was ich nochmal euch fragen sollte. Habe ich jetzt allerdings auf Arbeit die E-Mail. Wir schreiben ja ein bisschen auf Arbeit immer.
Und vielleicht liefere ich es beim nächsten Zug nach. Solltet ihr sonst irgendwelche Wünsche haben, was ich vielleicht nächstes Mal noch euch zeigen soll, schreibt es einfach und ich werde mich darum kümmern. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.